Herr Lienkämper, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Präsidentin natürlich, Herr Lienkämper, Herr Löttgen, leider auch Kollege Kutschaty, Sie haben leider meine Erwartungen heute voll erfüllt. Keiner von Ihnen hält es hier für nötig oder hat es mitbekommen, dass der Klimawandel in diesem Land nicht irgendwie in einer fernen Zukunft liegt, sondern bereits jetzt schmerzlich zu spüren ist und nicht erst mit diesem Dürrensommer. Und der Einsatz, Herr Kollege Löttgen, von großen Teilen der Bevölkerung im Hambacher Wald hat auch etwas damit zu tun, dass die Mehrheit in diesem Land einen schnellen Kohleausstieg will und sie auch genau dazu auffordert. Und das Einzige, Herr Löttgen, was Ihnen zu diesen breiten, friedlichen Protestierenden im Hambacher Wald einfällt, ist, dass Sie die alle zu linksextremistischen Steinewerfern abstempeln. Diese Kriminalisierung, und wir wiegeln die natürlich auf, diese Kriminalisierung verlässt einen demokratischen Diskurs um eine der zentralen Fragen für die Zukunft unseres Landes. Und jemand, ja, und eine Regierung, die in der Causa Sami A, sagen wir mal, etwas hemdsärmelig hier die Gerichte ausgetrickst hat, die muss uns hier nichts von den Spielregeln des Rechtsstaats erzählen. Ich sage nur, wer lesen kann, ist hier klar im Vorteil. Und ich empfehle Ihnen die Lektüre der aktuellen Studien, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden, zum Klimawandel. Sie mahnen alle konsequentes Handeln der Politik an. So fordert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung einen beschleunigten Kohleausstieg, hält die Abschaltung sämtlicher Kohlekraftwerke bis 2030, Braunkohlekraftwerke und Steinkohlekraftwerke bis 2040, nicht nur für möglich, Herr Pinkwart, sondern auch für dringend erforderlich. Und tun wir das nicht, so warnt die Agora-Studie, das steht alles nicht in grünen Wahlprogrammen, sondern wird von Wissenschaftlern so aufgeschrieben, so warnt die Agora-Studie, Kosten von unterlassenem Klimaschutz vor jährlichen Mehrausgaben des Staates in Milliardenhöhe. Herr Lienkämper, und deswegen hat das auch was mit der Haushaltsdebatte zu tun, denn auch die sprudelnden Steuereinnahmen werden Ihnen dann nicht mehr weiterhelfen. Die sogenannte Heißzeitstudie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung analysiert eine sich selbst verstärkende Erderwärmung, betont die Gefahr durch sogenannte umkehrbare Kipppunkte. Und um die Chancen zur Vermeidung einer Heißzeit zu verbessern, fordert das Institut eine weit entschlossenere, beschleunigtere Minderung von Treibhausgasemissionen. Mit diesen neuen Forschungsergebnissen, Herr Pinkwart, Herr Laschet, darf es kein Business as usual in der Energie, aber auch nicht in der Mobilitätspolitik dieses Landes geben. Diese Landesregierung darf nicht zur Klimaschutzbremse werden. Wir sind das Energieland Nummer eins. Und wir müssen zeigen, dass die Transformation einer Industriegesellschaft gelingt, und zwar klimaschonend. Und wir nehmen hier eine Schlüsselrolle ein. Denn bei uns stehen europaweit, nicht nur deutschlandweit, europaweit die ältesten und ineffizientesten Kohlekraftwerke. Herr Ministerpräsident, in Berlin ringt die Kohlekommission um einen gesellschaftlichen Konsens für den Kohleausstieg. Diese Kommission bietet eine historische Chance für einen breiten gesellschaftlichen Aufbruch in eine moderne und klimaschonende Industriegesellschaft. Und was hört man von der Landesregierung in diesen Zeiten der Kohlekommission, wo ja alle entschiedenes Handeln einfordern? Ich habe im WDR 5 festgestellt, in einem Interview von Minister Pinkwart, habe da hören müssen, dass er eigentlich nur Fragen dazu hat, die man sich jetzt stellen müsse. Das müsse jetzt alles die Kohlekommission beantworten. Und eigentlich haben Sie da ja eigentlich überhaupt gar nichts mit zu tun mit dem Thema. Dann gab es noch jede Menge Bedenkenträgerei, was alles nicht geht. Und damit endete das Interview. Herr Minister Pinkwart, das ist zu wenig, in unserem Land eine beherzte Energiewende voranzutreiben, dass Sie hier nur Fragen stellen und die bitte schön andere beantworten müssen. Ja? Kein Mut, keine Vision, kein Modernisierungswille. Währenddessen fordern hier die Investoren, und das habe ich bei einem
Abend des Landesverbandes Erneuerbare Energien, da war auch Ihr Staatssekretär, können Sie ihn ja mal fragen. Die Investoren, die an der Energiewende mitwirken wollen, das sind nicht nur die Vertreter der Erneuerbaren, fordern hier Entscheidungen, Planungssicherheit beim Netzausbau, beim Ausbau der Windenergie, beim Ausbau von Photovoltaik, auch für den Strukturwandel. Und Ihre Aufgaben, Herr Laschet, Herr Pinkwart, wäre es jetzt nicht Fragen zu stellen, sondern Antworten zu geben und Verantwortung zu übernehmen. Und nur einige Baustellen, mal nur einige Baustellen, die auch an dem Abend alle thematisiert wurden, wo Ihr Staatssekretär auch keine Antworten hatte. Wie sieht den Anteil von NRW am Sektorziel in der Energiewirtschaft von, Taschenrechner, 120 Millionen Tonnen CO2-Einsparung bis 2030 umsetzen wollen? Das steht nicht im grünen Wahlprogramm, das steht im Klimaplan der Großen Koalition, wo wir ein Drittel der bundesweiten Emissionen hier produzieren. Oder wie Sie das Ziel von 65% Anteil Erneuerbare am Stromverbrauch bis 2030 umsetzen wollen. Auch hier gibt es viel zu tun. Wie Sie die Versorgungssicherheit klimafreundlich gestalten wollen, davon reden Sie doch immer wieder. Die Versorgungssicherheit, das droht ja alles, wenn wir die Kraftwerke abschalten. Ja, dann sagen Sie doch mal, wie Sie das machen wollen mit dem technisch Nötigen und Möglichen. Und das ist dezentrale Blockheizkraftwerke, hocheffiziente, flexible Gas- und Dampfturbinen, die alle nicht am Netz sind, weil die Braunkohlenmeiler die Netze verstopfen, sowie intelligente digitale Technik für virtuelle Kraftwerke. Ja, Hamm und Hürth sind nicht voll am Netz. Gaskraftwerke, die brauchen wir, Herr Pinkwart. Was tun Sie dafür, dass das sich ändert? Oder wie Sie endlich mithelfen können, die Marktbedingungen zu ändern. Denn dass das so eine Schieflage ist, hat ja was mit den Marktbedingungen zu tun, damit die bislang stillstehenden Kapazitäten bei den eben flexibleren und effizienteren Gaskraftwerken endlich ans Netz kommen. Und vor allem, wie Sie den Strukturwandel im Rheinischen Revier gestalten wollen. Da gibt es nun auch eine historische Chance, nämlich jede Menge Geld und Fördergelder vom Bund. Bewerben Sie sich da eigentlich jetzt mit klugen Konzepten? Wer sich da mal so in Berlin umhört, und das habe ich mal getan, kann da erfahren, dass das Wirtschaftsministerium, sagen wir mal vorsichtig formuliert, etwas unambitioniert unterwegs ist und die Interessen NRWs da nicht wirklich vertritt. Ich denke, der Ministerpräsident ist gerade rausgegangen. Er sollte das zur Chefsache machen, bevor wir hier vollkommen leer ausgehen, Herr Pinkwart. Denn das können wir uns nicht leisten bei den Aufgaben, die da vor uns liegen. Herr Laschet, es wäre jetzt auch Ihre Aufgabe, hier im Rheinischen Revier die Trendwende anzusetzen. Wir haben vor kurzem, letzte Woche, hier im Landtag eine sehr angemessene Feier gehabt zum Ende der Steinkohle. Ihr Vorvorgänger, Herr Ministerpräsident, ist jetzt nicht mehr da, aber ich glaube, Herr Pinkwart gehörte auch diesem Kabinett an, hat 2007 hier sehr beherzt, sehr entschlossen und sehr mutig und auch sehr sozialverträglich einen Ausstiegsplan vorgelegt und hat dieses Kabinett besiegelt. Sie wissen, wir haben Sie dabei immer unterstützt. Herr Pinkwart, wir würden Sie auch jetzt dabei unterstützen, wenn Sie jetzt die Chancen der Zeit sehen, hier genau das mit der Braunkohle vorzubereiten. Verspielen Sie diese Chance nicht. Ihre Aufgabe, Herr Pinkwart, Ihre Aufgabe ist es, glaube ich, nicht gerade an der Seite von RWE die Arbeit der Kohlekommission mit der Kettensäge im Hambacher Wald zu sabotieren, ja? Sondern und auf die Vorgängerregierung zu verweisen. Das geht immer, Josef Hovenjürgen, das geht immer. Aber Sie stehen heute in der Verantwortung, dieser Kohlekommission zum Erfolg zu helfen. Und das heißt, alles dafür zu tun, damit dieser Konsens mit dem Einsatz für ein Rodungsmoratorium zustande kommen kann, wenigstens bis zum Ende dieser Kohlekommission, damit die Umweltverbände die Kommission nicht verlassen und dieser Konsens zustande kommen will. Und zweitens, was aber genauso zur Verantwortung dazugehört, die notwendigen landespolitischen Entscheidungen jetzt für den Ausstieg vorzubereiten. Denn nehmen wir nur mal den Pofalla-Plan. Gut, es ist ein hypothetischer Plan, es ist auch kein grüner Plan, es ist wenig ambitioniert. Aber rechnet man mal nur den Pofalla-Plan durch, der einen Ausstiegspfad hin zwischen 2035 und 2038 vorliegt, dann heißt das, Herr Pinkwart,
In Hambach, in Inden und in Garzweiler braucht man nur noch die Hälfte der genehmigten Fördermengen. Und das heißt doch was auch hier für diese Regierung, was jetzt gemacht werden muss. Sie müssen neue Leitentscheidungen vorbereiten. Und die Zeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen endgültig, muss Schluss damit sein, dass RWE hier mit am Kabinettstisch sitzt und mit ihrer politischen Landschaftspflege, die wir ja alle kennen. Wir sitzen ja im Landtag auch einige, die auf der Payroll stehen. Mit dieser politischen Landschaftspflege, mit dem sich NRW immer einer ganz großen Koalition in den Kommunen und im Landtag sicher sein konnte, diese Zeiten müssen endgültig vorbei sein. Da draußen, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, verstehen die Menschen ihre Politik nicht mehr. Immer mehr, Herr Löttgen, gehen auf die Straße. Das sind nicht alles Linksextremisten und Steinewerfer. Ja? Und die setzen sich für einen entschlossenen Klimaschutz ein, für eine schnellstmögliche Beendigung der Braunkohleverstromung. Das wird von einer breiten Mehrheit in der Bevölkerung getragen. Ihren wiederholten Versuch heute, dies zu diskreditieren, ist nicht nur unanständig, sondern es zeigt, je aggressiver Sie da sind, desto mehr zeigt das, dass Ihnen die Antworten fehlen für diese entscheidenden Fragen in der Frage Energiewende. Sie können uns jetzt, Herr Hovenjörn, Sie können uns jetzt, und Frau Scharrenbach ist ja nicht da, aber hat das ja gestern ausführlich gemacht, Sie können uns jetzt Verrat vorwerfen an den Klimazielen, am Klimaschutz, Scheinheiligkeit, Heuchelei, Herr Hovenjörn, das wäre doch noch ein Begriff für Sie. Heuchelei, Scheinheiligkeit, da ist nach oben noch viel mehr Luft. Geschenkt, machen Sie das alles. Ist in Ordnung, Herr Witzel, klatschen Sie, machen Sie das alles. Aber was nicht geht und wo eine Grenze ist, das ist das, was Frau Scharrenbach gestern im Bauausschuss gemacht hat. Das waren grenzüberschreitende Unterstellungen. Wir Grüne würden zu Gewalt aufwiegeln. Das ist eine ungeheuerliche Entgleisung dieser Landesregierung. Und Sie verlassen damit, wenn Sie das teilen, Herr Pinkwart, Sie verlassen auch Sie in diesem wichtigen Diskurs endgültig die Basis eines demokratischen Diskurses, das von Sachlichkeit und von Austausch von Argumenten getragen ist. Und vielleicht sollten Sie Ihrer Kollegin Scharrenbach mal sagen, ja, dass Sie hiermit nicht nur uns treffen, das wäre ja in Ordnung, unser Kreuz ist breit. Sie treffen nicht nur uns damit, sondern Sie treffen Tausende von Menschen da draußen im Hambacher Wald, auf den Straßen, in den Städten, die sich derzeit für einen schnellen Kohleausstieg einsetzen. Und das wollen nämlich auch Ihre Wählerinnen und Wähler. Ja, es sind eben auch 2/3 Ihrer Wählerinnen und Wähler, lesen Sie doch mal die Umfragen, die das wollen. Ja, die Zeiten haben sich nun mal geändert. Und wenn wir das nicht machen, und jetzt komme ich zum Haushalt, Herr Liebenkämper, weil das hat sehr viel. Ja, wer ein bisschen weiter denkt, ja, der hat schon begriffen, dass das auch sehr viel mit der Haushaltspolitik zu tun hat. Denn das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, lesen Sie doch mal die Studien. Was schätzen die denn, wenn wir das nicht machen, was ich gerade alles gesagt habe? Sie schätzen Folgekosten von bis 800 Milliarden Euro für die Klimafolgeschäden, wenn wir diesen Klimawandel nicht beherrschbar halten, bis 2050. Das ist eine volkswirtschaftliche Katastrophe, mit der Sie auch durch Ihr Nichtstun sehend zusteuern. Herr Liebenkämper, Sie haben eigentlich gerade einen ziemlich coolen Job, denn Sie haben viel Geld. Und man kann Sie da nur beglückwünschen. Sie könnten jetzt die Weichen für die Zukunft stellen und für ein nachhaltiges Wirtschaften stellen. Sprudelnde Steuereinnahmen, üppige Haushaltsüberschüsse könnte, Achtung Konjunktiv, da könnten Sie gut und nachhaltig wirtschaften. Mit viel Selbstbeweihräucherung heute ja auch wieder verkünden Sie bei der Vorstellung der Haushaltseckpunkte dann auch die Haushaltswende. Nun fragt man sich, wohin wendet es sich denn hier alles so mit dem Haushalt? Guckt man sich zuerst mal die Mehreinnahmen an bei den Steuern, nicht wegen, sondern trotz Ihrer Regierung, ist ja ohne Ihr Zutun, können Sie seit Regierungsübernahme umgerechnet über 5 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen sich freuen. Dazu kommen noch Haushaltsüberschüsse. Und was macht die Regierung nun mit diesem unverhofften und unverdienten Geldsegen? Nun ja, man könnte jetzt den guten alten Spruch zu Rate ziehen, der sicher in der einen oder anderen Küche bei Ihnen auch noch hängt. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Aber genau dies gilt für diese Regierung nicht. Sie geben einfach alles
aus. So einfach ist das. 30 Millionen Euro Schuldentilgung bei Einsparungen von minimalen Einsparungen, die Sie auch in irgendwelchen globalen Minderausgaben verstecken, das ist nichts, Herr Liedenkämper. Das ist geradezu lächerlich im Verhältnis zu den Mehreinnahmen. Diese Alibi-Geschichten, ja, als Haushaltswende zu bezeichnen, ist der blanke Hohn. Was ist eigentlich aus Ihren hehren Ansprüchen in der Opposition geworden? Die FDP hat da ja mit der Amnesie am wenigsten Probleme. Da wurde noch gesagt, alle neuen Ausgaben, steht im Übrigen auch in dem Wahlprogramm, werden durch Einsparungen gedeckt. Alles Schall und Rauch. So stellt Ihnen der Landesrechnungshof für Ihre Finanzpolitik mit der Vorstellung seines Jahresberichts auch eine ziemlich glatte Note 5 aus. So könnte man das nennen. Nur mal einige Überschriften, die ich nach der Pressekonferenz des Landesrechnungshofs in den Zeitungen gefunden habe. Generalanzeiger, mangelhaft. Kölner Stadtanzeiger, Misswirtschaft, Intransparenz, WZ, Mahnung zu soliden Wirtschaften oder WZ vorne, NRW fehlt der Sparwille, Rheinische Post, NRW verschwendet Millionen, Rheinische Post fordert im Kommentar mehr investieren oder im WDR, Landesrechnungshof kritisiert Geldverschwendung in NRW. Herr Minister, gute Presse ist was anderes, glaube ich, oder? Ein solches Zeugnis angesichts der Rahmenbedingungen und der Ausgangslage ist schon eine echte Leistung im negativen Sinne. Man mag sich ja gar nicht ausmalen, wie Ihr Haushalt aussehen würde, wenn Sie nicht das Glück der späten Amtsübernahme und sprudelnder Steuereinnahmen gehabt hätten. Werfen wir mal einen Blick in die vernichtende Bilanz des Landesrechnungshofes. Erstens, in Zeiten niedriger Zinsen und sprudelnder Steuereinnahmen müssten mehr Schulden abgebaut werden. Und zweitens, es wird viel Geld ausgegeben, aber nicht für dringend notwendige Investitionen. Und dann kommt Ihr Credo: konsolidieren, modernisieren, investieren. Ich frage mich, ob Sie uns und die Öffentlichkeit damit eigentlich für dumm verkaufen wollen. Ja, das ist doch, das hat doch, Ihre Haushaltspolitik hat doch da nichts mehr mit zu tun. Bei den Investitionen sieht man am deutlichsten die fehlende Nachhaltigkeit in der Haushaltspolitik, aber auch woanders aus unserer Sicht falsche Schwerpunkte gesetzt. Ich nenne Beispiele. Beispiel Klimawandel und die Folgen. Ja, selbstverständlich hat das etwas mit Haushaltspolitik zu tun. Vielleicht sollte das auch mal bei Ihnen ankommen. Wir haben Dürresommer, wir haben Starkregen in Wuppertal gehabt, Unwetterschäden in Münster. Das werden alles keine einmaligen Ereignisse bleiben. Wir brauchen mehr Unterstützung für die Kommunen beim Hochwasserschutz, zur Senkung der Hitzebelastung. Da dümpeln dann so ein paar Ansätze in Ihrem Haushalt, wenn man den sucht, unter Klimafolgeanpassung. 800.000 Euro habe ich da gelesen, wird nichts erhöht, wird nichts gemacht. Das ist zu wenig, Herr Liedenkämper. Beispiel Glasfasernetzausbau. Was hörten wir nicht alles, Herr Pinkwart, was hörten wir nicht alles von dem Gigabit-Masterplan NRW? Die Überschriften sind ja immer ganz schön bei Ihnen. So, Sie rechnen auch mit 7 Milliarden Euro für den Ausbau bis 2025. Guckt man in den Haushaltsplan, findet man 246 Millionen. Das sind 3,5% dieser Summe. Der Rest kommt dann irgendwie so als Prinzip Hoffnung daher. Das kommt schon irgendwie der große Geldsegen aus Berlin. Auch das ist zu wenig. Beispiel Finanzausstattung der Kommunen. Nach dem Stärkungspakt haben in NRW zwar viele Kommunen wieder Luft unter den Flügeln, aber immer noch 26 Milliarden Euro Kassenkredite. Sie sind nicht über den Berg, sie müssen jetzt Schulden abbauen. Das heißt, wir brauchen den Altschuldenfonds. So, was sagt die zuständige Ministerin in der Rheinischen Post am 21. August? Wir setzen uns mit dieser Problematik sehr intensiv auseinander. Immerhin. Wir haben innerhalb der Landesregierung aber noch keine abgeschlossene Meinung. Was ein Armutszeugnis, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach einem Jahr Regierungszeit bei einem der drängendsten kommunalen Probleme. Ich vermute mal, der Regierungspartner steht hier auf der Bremse und am Ende kommt dann irgend so ein Alibi raus mit Zinsrisikoabfederung und mal wieder Steine statt Brot für die Kommunen. Beispiel Integration. Herr Stamm, wir brauchen einen Folgeplan zum rot-grünen Integrationsplan. Ja, selbstverständlich, das war ja nicht der Abschluss, sondern der Beginn dieser Integration. Es gibt noch viel zu tun, Bildung, Wohnen, Arbeitsmigration. Aber auch hier viele Leerstellen.
Der Integrationsminister beschäftigt sich offenbar lieber damit, wie er Gerichte austricksen kann. Das bindet da offenbar zu viel Energien, um ein Gefährder abzuschieben. Das desaströse Ergebnis hat Kollege Kutschat hier ausführlich dargestellt. Da bleibt offenbar nicht mehr so viel Zeit, sich darum zu kümmern, wie wir Integration weiter unterstützen können. Auch hier brauchen wir vermehrt Anstrengungen, damit diese Integration auch zu einem Erfolg für unser Land wird. Und wir haben im Bildungsbereich die Lehrstellen. Wir haben angefangen, aber wir sind da noch lange nicht am Ende. Tun Sie da mehr, Herr Minister. Ja, und das waren nur ein paar Beispiele, wo wir andere Schwerpunkte in diesem Haushalt sehen würden. Und statt für diese gesellschaftlich elementaren Themen Konzepte für die Zukunft zu entwickeln, Haushaltspolitik konzeptionell darauf auszurichten, darf sich die Heimatministerin über nochmal 18 Millionen Euro mehr für Heimatpreise freuen. Und vor allen Dingen kommen auch die Ministerien richtig gut wieder dabei weg und bekommen üppigen Stellenaufwuchs. Da kann sich die Bilanz allerdings wirklich sehen lassen, Herr Lienkämper. Ich rechne zusammen. 139 Ministeriumsstellen Nachtragshaushalt 2017, 258 Stellen 2018 und jetzt nochmal ein Schluck aus der Pulle, 55 Stellen. Macht summa summarum 452 Stellen mehr in der Ministerialbürokratie. Und man höre und staune, eine besonders unverfrorene Selbstbedienungsmentalität legt dabei der Ministerpräsident an den Tag. In der Staatskanzlei hat er bis jetzt insgesamt 62 Stellen mehr geschaffen. Besonders bemerkenswert ist das auch, weil in diesem Landtag Herr Witzel immer vorne weg. Beim letzten Haushalt der rot-grünen Landesregierung sahen Sie in der Staatskanzlei noch Millionen an Einsparpotenzial. Was sagen Sie denn jetzt dazu, dass Herr Laschet 62 Stellen mehr bekommt? Da müsste Ihnen doch der Kragen platzen. Ich sehe nur diensteifriges Nicken. So, und dann sagt der Ministerpräsident noch am Anfang der Legislaturperiode, rot-grün, ich zitiere Rheinische Post, 3.6.2017. Rot-Grün hat die Ministerialbürokratie sehr stark aufgebläht. Wir werden das nicht tun. NRW wird am Ende der Legislaturperiode nicht mehr Beamte und Angestellte in der Verwaltung beschäftigen als heute. Man höre und staune. Danach kamen immer noch weiter diverse Ankündigungen von Aufgabenkritik, Stellenabbau, aber es folgte immer nur eine weitere Erhöhung. So viel Widerspruch, Herr Lienkämper, zwischen Reden, Anspruch und Handeln war selten in der Haushaltspolitik von Nordrhein-Westfalen. Und Ihr Mantra von konsolidieren, modernisieren, investieren ist eigentlich nur noch Worthülse. Konsolidiert für den homöopathischen Dosen, irgendwas wird schon übrig bleiben. Modernisierungsverweigerung betreiben Sie mit einer Kohle-Lobbypolitik von gestern. Und investiert wird vor allem in Bürokratie, aber nicht in Zukunft. Mein Fazit, nach gut einem Jahr Regierungszeit, zwei Haushalten, zwei Nachtragshaushalten, ist da immer noch viel aufgeblasene Rhetorik, viel Selbstbeweihräucherung, viel Selbstlob, aber wenig Zukunftsweisendes. Das mit dem Sparen und dem Schuldenabbau, offenbar war das in den Wahlprogrammen nicht so richtig ernst gemeint, das war wohl so dahergesagt. Und so scheitern Sie einmal mehr hier an Ihren eigenen Ansprüchen. Sie lösen einmal mehr Ihre vollmundigen Ankündigungen vom Start Ihrer Regierung nicht ein. Was haben wir da nicht uns alles anhören müssen? Was haben Sie nicht alles den Journalisten in die Blöcke diktiert? Digitalisierungsdividenden, Effizienzsteigerungen, Bürokratieabbau, schonungslose Aufgabenkritik und so weiter und so fort. Diese wolkigen Versprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen, entpuppen sich inzwischen als das, was sie sind und auch damals schon waren. Das waren die Lieblingssprechblasen von Herrn Lindner. Das gehörte ja zu seinen Lieblingsbegriffen und das zerplatzt gerade. Denn er wusste, glaube ich, schon damals, dass sie niemals in reale Politik umgesetzt werden. Mehr noch, sie verkehren diese Ziele ins Gegenteil und blähen Ministerialbürokratie auf und bauen eben nicht Stellen ab, das, was sie angekündigt haben. Soweit man schaut, zum Schluss Leerstellen in Sachen Klima- und Umweltschutz. Sie haben keine Antwort auf die entscheidende Herausforderung dieses Jahrhunderts. Hören Sie endlich auf, die Leibgarde für den ins Wanken geratenen Energieriesen RWE zu geben. Denn ihm fliegen die selbstgemachten Probleme gerade um die Ohren. Herr Pinkwart, und Sie sind nicht dafür da, diese Probleme stellvertretend für den RWE-Konzern zu lösen, sondern das muss er schon selber tun. So, und zum Schluss die FDP. Nun ja, sie zeigt einmal mehr, ich habe es hier ja auch schon in der Zeit 2005 bis 2010 erlebt, dass sie in Regierungsverantwortung ein Totalausfall in Sachen Bürgerrechte wird. Statt Bürgerrechtskorrektiv
bei den üblichen Law and Order-Fetischisten, kleben sich selber den Sheriff-Stern an. Herr Lürbke macht das ja besonders gerne. Schön groß, mitten auf der Brust. Aber es war wirklich nötig, dass es 20.000, Herr Lübke, 20.000 Menschen hier in Nordrhein-Westfalen auf der Straße, Mahnungen von Verfassungsrechtlern, Mahnungen von ihren FDP-Granden, ja, all das hat es erst dazu gebracht, dass jetzt angekündigt wird, dass Korrekturen beim Entwurf zum neuen Polizeigesetz kommen. Ich bin mal gespannt, was dabei herauskommt. Erfahrungsgemäß ist da auf die FDP am wenigsten Verlass. Das habe ich schon in Ihrer Regierungszeit 2005 bis 2010 erlebt. Es war genau Ihr Innenminister Ingo Wolf, der beim Bundesverfassungsgericht aber sowas von eine Klatsche für sein Verfassungsschutzgesetz damals bekommen hat. Ich fürchte, da hat sich bei Ihnen nicht viel geändert. In der Regierungserklärung vor einem Jahr hat der Ministerpräsident hier eine Politik von Maß und Mitte angekündigt, ganz der Landesvater. Ich nenne Ihre Politik mutlos, ambitionslos und vor allen Dingen auch konzeptlos. Das Regieren für die schnelle Schlagzeile, für die inszenierten schönen Bilder. Nein, Herr Stamp, Herr Liedenkemper, Herr Laschet hat sich ja hier schon vom Acker gemacht für die Debatte. Nein, diese Bilder taugen nicht als Entwurf für ein nachhaltiges Zukunftsprogramm für NRW. Dankeschön.